Die Linkspartei will bei ihrem Parteitag Ende Juni ihren gesamten Vorstand neu wählen. Vorangegangen waren der Rücktritt der Vorsitzenden Susanne Hennig-Welsow und die Affäre um Sexismusvorwürfe. Bei einer Sitzung in Berlin am 24. April erklärte der Vorstand der Partei: Angesichts der schwierigen Lage der Partei sind wir überzeugt, dass der Parteivorstand ein neues Mandat des Parteitages benötigt. Einem Sprecher zufolge sollen wieder zwei Vorsitzende gewählt werden. Hennig-Welsow hatte am 20. April, 14 Monate nach Amtsantritt, ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Als Gründe nannte sie unerfüllte Erwartungen bei der Erneuerung der Partei, persönliche Motive sowie den Umgang der Linken mit Sexismus in den eigenen Reihen. Die reguläre Neuwahl wäre erst im Februar 2023 gewesen. Bis zum Parteitag in Erfurt am 25. Juni führt Hennig-Welsows Co-Vorsitzende Janine Wissler die Linke alleine weiter.